Hallo Yugi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute ist mir zwar nicht zum Weinen zumute, trotzdem vergieße ich ein paar Tränchen für mein Tränenklagerdeck. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Power of the Elements hat zwei neue Themendecks mitgebracht, die gerade, zumindest wenn man sich die Turniere ein wenig anguckt, ein wenig sich um den ersten Platz des stärksten Decks im aktuellen Format streiten. Und eins von den beiden Decks habe ich heute jetzt mal mitgebracht, nämlich das Tränenklage-Deck. Ein neues Fusionsthema, was den Fokus auf die Kontrollstrategie wieder rausgelegt hat. Das Ganze hat insofern wieder einen ganz interessanten Charakter bekommen, als dass das Deck ja so eine kleine Mischung aus, ja, sag ich mal, Licht verpflichtet und Schattenpuppe ist. Witzigerweise kann man auch das Schattenpuppenthema ein bisschen in diesem Deck mit integrieren. Ja, grundsätzlich ist das Tränenklage-Deck so aufgebaut, dass wir möglichst oft versuchen wollen, mit den Effekten der einzelnen Tränenklage-Karten uns Karten von unserem Deck auf unserem Friedhof zu parken. Und was dann die ganzen Tränenklage-Monster gemeinsam haben, zumindest die kleineren, ist, dass wir eine Fusionsbeschwörung durchführen können, indem wir das auf den Friedhof gelegte Tränenklage-Monster, dessen Effekt wir aktivieren wollen, als Material verwenden. Und das liefert uns eine ganze Menge Optionen, die wir da an der Stelle spielen können. Welche das sind, wie man das Ganze ein bisschen kombinieren kann, das dann gleich im Laufe des Deckprofils. Das Interessante an dem Tränenklage-Deck ist halt ebenfalls, dass man auch verschiedene kleine Engines mit in diesem Deck integrieren kann, wie beispielsweise die Schattenpuppen-Engine. Man kann das Ganze mit markiert spielen. Es gibt noch ein, zwei andere Varianten, die recht interessant sein dürften. Ich habe jetzt mal eine kleine Variante mit einer, ja, sag ich mal, kleineren markiert und einer kleinen Schattenpuppen-Engine gespielt, einfach um die Vorteile und die Stärken der beiden Themen ein bisschen auszunutzen und auch dem ganzen Deck eine gewisse Stabilität mitzugeben. Wie das Ganze dann hinter sich dann aus, ja, sag ich mal, weitet in Form des Decks, zeige ich euch dann jetzt im Detail. Was den Preis angeht, so ist der ein bisschen schmerzhaft und da kann man wirklich zu heulen zumute sein. Denn hier müsst ihr, wenn ihr zumindest die volle Variante, die volle Stärke-Variante spielen wollt, schon an die 500 € rechnen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass hier die Spielfeldzauberkarte die Hälfte des Preises ausmachen kann. Denn sie ist halt eine der teuersten Karten in diesem Deck. Falls ihr auf diese Karte verzichten könnt und wollt, dann habt ihr zumindest schon mal einen kleineren, ja, einen ordentlichen Budgetsprung nach unten, was das angeht, und könnt das Deck halt trotzdem noch in einem ziemlich beeindruckenden, ja, Stärkegrad spielen, aber das ist dann letzten Endes halt euch selbst überlassen, ob ihr dann auf die Vorteile der Spielfeldzauberkarte verzichten könnt und auch verzichten wollt. Gucken wir uns das Deck aber jetzt mal im Detail an, wie das Ganze dann aufgebaut ist und wie ich das gerade für mich zumindest in der ersten Version spiele, zumindest in der Variante mit dem Maket und Schattenpuppen. Und den Anfang mache ich hier mit Tränenklage Rhinohard. Er ist so mehr oder weniger der Kernstarter, den man auch möglichst gerne auf der Starthand sehen möchte. Dafür habe ich ein paar Optionen, wie man an den Kollegen drankommt. Dafür ist nicht nur die Spielfeldzauberkarte verantwortlich, nein, ich habe noch eine weitere Karte, mit der wir uns den Tränenklage Rhinohard recht schnell auf unsere Hand suchen können. Und sollte Rhinohard dann beschworen werden, sowohl als normal oder als auch Spezialbeschwörung, dann dürfen wir uns erstmal ein Tränenklage-Monster von unserem Deck auf den Friedhof legen. Das heißt, wir haben ja ein törichtes Begräbniseffekt. Aber einen törichten Begräbniseffekt für den Rhino hat, anders als so die üblichen Effekte, die uns ja Karten vom Deck auf die Hand nehmen. Aber hier möchte das Tränenklage-Deck ja eher die Karten auf den Friedhof bekommen durch Effekte, um so die Effekte der anderen Tränenklage-Monster auszulösen, um hier die Fusionsbeschwörung zu ermöglichen. Das heißt, hier ist es natürlich dann auch nachvollziehbar, dass der Rhino hat selber auch Monster auf den Friedhof parkt. Der zweite Effekt von Rhinohard ist aber auch nicht zu verachten, denn sollte er auf den Friedhof gelegt werden durch einen Karteneffekt an der Stelle, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss, dann dürfen wir ihn als Spezialbeschwörung beschwören, aber er verlässt dann das Spielfeld, wird dann verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Das heißt, hier sollte man sich gut überlegen, ob er diesen Effekt wirklich nutzen möchte, denn Rhinohard ist gerade mal für die große Fusion nicht ganz unwichtig und wird als Material auch benötigt. Deswegen spielt man ihn auch auf jeden Fall dreimal, nicht nur wegen seinem Effekt, Karte auf den Friedhof zu parken. Nein, sondern weil er auch als Fusionsmaterial für unseren Kaleidohard fungiert. So per se ist er erstmal ein ganz netter kleiner, sag ich mal, Halbbeatstick mit 1500 Angriffspunkten und 2100 Verteidigungspunkten. Kann er zumindest auf dem Feld ein bisschen Präsenz aufrechterhalten, zumindest gegen kleinere Monster. Und er bringt auch eine Eigenschaft mit, die die anderen Tränenklage-Karten nicht haben, nämlich erst von der Eigenschaft Wasser. Warum das Ganze relevant ist, dazu dann gleich noch ein bisschen mehr.
Kommen wir als nächstes zu den anderen Tränenklagekarten und hier haben wir als nächstes die Tränenklage Chiron. Chiron ist eine der, ja sag ich mal, wichtigeren Tränenklagekarten, denn mit ihr dürfen wir sie einfach als Spezialbeschwörung von unserer Hand beschwören, indem wir ihren Effekt aktivieren, müssen aber dann ein Monster von unserer Hand auf den Friedhof legen und legen dann anschließend noch drei weitere oberste Deckkarten von unserem Deck auf den Friedhof. Das heißt nicht nur, dass wir ja eine Karte, beziehungsweise ein Monster in dem Fall, von unserer Hand auf den Friedhof packen können, was im besten Fall durch ein weiteres Tränenklagemonster ist oder ein Monster, was wir super als Material benutzen können, wie zum Beispiel auch eines unserer Schattenpuppenmonster, die vielleicht auf der Hand gerade ein bisschen nutzlos sind. Nein, wir kriegen damit sogar die Chance, halt bis zu zwei Fusionsbeschwörungen auf einmal durch ihren Effekt auszulösen, was nicht ganz ohne ist. Der zweite Effekt, den haben auch die ganzen kleinen anderen Tränenklage-Damen in dem Fall auch gemeinsam, sollte sie durch einen Effekt auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir eine Fusionsbeschwörung durchführen, indem wir das passende Material von unserem Friedhof unter das Deck legen, inklusive Chiron selber. Das heißt, wir dürfen hier Fusionsmonster rufen, die auf die entsprechenden Merkmale von Monstern halt auch als Material zurückgreifen. Das betrifft also, wir dürfen halt ein entsprechendes Tränenklage-Fusionsmonster beschwören, aber auch andere generischere Monster, die einen bestimmten Namen brauchen und ein Monster beispielsweise mit der Eigenschaft Finsternis vom Typ Aqua oder allgemein Effektmonster oder alle anderen Bedingungen, die die Tränenklage-Monster erfüllen können. Welche das sind, dazu dann gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir uns auf das Extra-Deck fokussieren, denn hier gibt es durchaus ein paar Optionen, die wir hier sehr gut spielen können. Abseits davon, wenn man Tränenklage Chiron auch mal auf so als Normalbeschwörung auf das Spielfeld bekommt, kann sie auch mit 1800 Angriffspunkten auch schon mal ganz gut angreifen. Das heißt, wir haben hier eine Karte, die wir auch abseits von Fusionsbeschwörung noch relativ gut auf dem Feld nutzen können. Weiter geht es mit Tränenklage Hafnis. Sie ist so die Überraschungskarte, sag ich mal, für den Gegner. Denn sollte der Gegner einen Monstereffekt auf dem Spielfeld aktivieren, dürfen wir als Schnelleffekt Hafnis ebenfalls aktivieren und diese Karte als Spezialbeschwörung von unserer Hand beschwören und anschließend auch hier wieder die obersten drei Karten unseres Decks auf den Friedhof legen, was im besten Falle wieder eine weitere Fusionsbeschwörung auslöst. Und wenn wir diese Karte auf der Starthand halten, kann sie, wenn wir halt nicht beginnen dürfen, auch mal überraschend zu einer Schattenpuppe Winda führen, falls wir dann eine Schattenpuppenkarte, also ein Schattenpuppenmonster in dem Fall, auf den Friedhof parken. Und das ist halt schon ziemlich brutal, weil damit kann man schon mal ganze Spielzüge beenden, wenn man darauf angewiesen ist, möglichst viele Spezialbeschwörungen durchführen zu können. Deswegen Hafnis auch hier in dreifacher Ausführung absolut empfehlenswert. Einfach mit diesem Überraschungsfaktor beim Gegner interagieren zu können, ist das schon nicht ganz ohne. Dann als letztes Tränenklagemonster habe ich hier in dreifacher Ausführung die Merli. Viele, die ich jetzt mal so gesehen habe, so was ihre Deckprofile angeht, spielen sie tatsächlich nur auf 2, was ich zu einem gewissen Grad auch verstehen kann, denn sie ist halt relativ einfach gestrickt. Denn wenn sie beschworen wird, darf sie auch hier die obersten drei Karten unseres Decks auf den Friedhof legen und macht ansonsten halt nichts weiter. Das heißt, sie hat nicht so die Möglichkeit, wie Chiron sich als Spezialbeschwörung zu beschwören oder wie Hafnis auf einen gegnerischen Effekt zu agieren, sondern sie hat wirklich nur ein typisches Main-Phase-Monster für uns selber, das wir nutzen können, um unseren Friedhof zu füllen. Nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, zumindest so lange, bis wir die neuen sogenannten Shizu-Karten haben, auch Merli durchaus auf 3 zu lassen, einfach um die Option zu haben, auch sie mal beispielsweise durch unsere Mill-Effekte, so nennt man die ganzen Effekte, mit der wir Karten vom Deck auf den Friedhof legen, auch mal treffen zu können, um hier auf eine Fusionsbeschwörung zu kommen. Von daher momentan noch auf 3, in späteren, ja sag ich mal, Deckbuilds, wo wir ein bisschen auch die Tränenklagekarten auch reduzieren können, aufgrund der anderen Supportkarten, die wir spielen können, würde ich sie auch hier entsprechend lassen. Dann gehen wir mal weiter zu einer anderen interessanten Karte, die durch das Tränenklagedeck wieder aufgelebt ist, nämlich der König des Sumpfes. König des Sumpfes hat zweierlei Fähigkeiten. Zum einen können wir ihn aus unserer Hand abwerfen, um uns eine Polymerisation von unserem Deck, unserer Hand hinzuzufügen. Was insbesondere dann interessant werden könnte, weil wir dann mal auf ein Monster zurückgreifen wollen, wie die Wächterchimäre, die ja über die Polymerisation ja super zu beschwören ist, aber auf der anderen Seite auch noch einen kleinen Bonuseffekt bekommt, wenn wir eine Polymerisation im Friedhof liegen haben. Das heißt, hier ist der König des Sumpfes eine super Option, um genau ein solches Monster zu beschwören, aber auch abseits davon eine Fusionsbeschwörung mit Monstern, die wir gerade auf der Hand liegen haben und nicht gebrauchen können, einfach mal zu verarbeiten. Auf der zweiten Seite hat der König des Sumpfes noch eine weitere wichtige Fähigkeit, denn wenn wir eine Fusionsbeschwörung durchführen, dürfen wir ein namentlich genanntes Fusionsmaterialmonster durch den König des Sumpfes ersetzen.
Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen beschworenen Kalligar rufen wollen würde, könnte ich hier an der Stelle Alistair, der Beschwörer, durch den König des Sumpfes ersetzen und brauchte nur noch ein weiteres Finsternismonster, um genau ein solches Monster beschwören zu können. Deswegen ist der König des Sumpfes auch eine ziemlich wichtige Karte, die man hier so 2 bis 3 Mal durchaus spielen kann und auch sollte, weil er ermöglicht hat jede Menge Fusionsbeschwörungen, die wir sonst ohne auf normalem Wege gar nicht durchführen könnten. Dann machen wir weiter mit einem weiteren fusionsträchtigen Monster, beziehungsweise einem Monster, was halt das Fusionszimmer wieder ein bisschen hervorgehoben hat. Und das ist der Gefallene von Albas durch das Structure Deck. Hat er ja ein bisschen Präsenz gewonnen durch das Albas Strike Structure Deck. Und auch abseits davon haben wir jetzt hier mit dem Gefallenen von Albas wieder ein sehr, sehr gutes Einsatzgebiet. Gerade in Mirror Matches oder auch gegen andere Decks, wo wir mit dem Gefallenen von Albas auch gegnerische Monster wegfusionieren können, können wir echt eine ganze Menge Ärger verursachen. Deswegen ist er hier auf 2 auch, denke ich mal, vollkommen ausreichend, weil zu oft wollen wir noch nicht unbedingt auf der Hand sehen. Nichtsdestotrotz kann er durchaus mal Felder des Gegners ein bisschen reduzieren, indem wir einfach ihn plus gegnerische passende Monster als Fusionsmaterialien hernehmen. Finde ich eine ganz coole Karte, deswegen auf 2 auch vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zu meiner kleinen Schattenpuppen-Engine, denn die Schattenpuppen sind ja auch so ein Fusionsthema, was durchaus mal für Ärger sorgen kann. Und das wichtigste Fusionsmonster, was wir an dieser Stelle halt beschwören wollen, ist halt die Schattenpuppe Winda. Das gliedert sich auch sehr gut wieder in das Tränenklage-Thema mit ein, denn sie sind halt alle von der Eigenschaft Finsternis. Und da Winda ein Finsternis-Monster plus ein Schattenpuppe-Monster als Material braucht, haben wir hier die idealen Voraussetzungen, um Winda auf das Spielfeld zu bekommen über die Tränenklage-Effekte, wenn wir sie zusammen mit einem Schattenpuppenmonster auf den Friedhof gelegt bekommen. Hier, um halt die entsprechenden Materialien bereitstellen zu können, für zumindest das Schattenpuppenmonster, was wir brauchen, habe ich einmal das Schattenpuppe-Ungeheuer und einmal Squamata mit reingenommen. Das Schattenpuppe-Ungeheuer hat einfach den wesentlichen Vorteil, sollte er durch einen Effekt auf den Friedhof gelegt werden, dürfen wir eine Karte ziehen und Squamata sorgt dafür, wenn er auf den Friedhof gelegt wird, dass wir ein Schattenpuppenmonster oder eine Schattenpuppe-Karte von unserem Deck auf dem Friedhof parken können. Das ist in dem Fall das Ungeheuer, so verdopple ich halt meine Chance, auch möglichst dann ein Schattenpuppenmonster auf den Friedhof zu bekommen, damit ich hier auch dann zum richtigen Zeitpunkt auch eine Winda auf das Spielfeld legen kann. Das dazu. Dann kommen wir jetzt zu den Zauberkarten und hier fange ich ja mit dem Prunkstück des Themas, sag ich mal, an. Das ist die Spielfeldzauberkarte Urplanet Perle Rhino, die sich halt in 50% des Deckpreises durchaus niederschlagen kann, was aber auch gerechtfertigt ist, denn die Spielfeldzauberkarte bringt ein paar sehr gute Effekte mit sich. Zum einen, wenn wir sie aktivieren, dürfen wir uns ein Tränenklage-Monster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen, was in den meisten Fällen der Rhino Heart sein dürfte. Abseits davon bekommen aber auch alle unsere Tränenklage-Monster, die wir kontrollieren, und auch unsere Fusionsmonster, 5 von Angriffspunkte oben drauf spendiert, was halt schon mal sehr brutal sein kann, wenn man bedenkt, dass unsere Monster so teilweise zwischen 1500 und 1800 Angriffspunkte haben oder 1600 Punkte, wenn wir auf Hafnis zurückblicken. Das heißt, wir haben hier schon mal da eine ziemlich offensive, sag ich mal, Armee, die wir hier aufbauen können durch diesen kleinen ATK-Push. Aber auch abseits davon haben wir noch einen weiteren sehr wichtigen Effekt, denn sollte eines unserer Tränenklage-Monster von unserem Friedhof oder unserer Spielfeldseite zurück ins Extra-Deck gemischt werden, was beschließt auch das Zurücklegen unter das Deck durch die Tränenklage-Effekte selber, dann dürfen wir eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie einfach mal zerstören. Und das erlaubt eine ganze Menge Kombo-Potenzial, nicht nur, dass wir auch gegnerische Karten zerstören können, nein, es kann auch sehr interessant sein, unsere eigenen Karten mal zu zerstören, weil damit triggern wir auch wieder die Effekte der Tränenklage Karten, die besagen, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, dass sie dann ihren Fusionseffekt benutzen dürfen. Dazu zählt auch die Zerstörung durch unseren eigenen Effekt genauso mit dazu rein. Also von daher ist Perle Rhino hier wirklich ein sehr, sehr starker Combo-Bringer, der auch im gegnerischen Spielzug halt noch eine ganze Menge Ärger bedeuten kann für den Gegner. Also im Prinzip in jedem Spielzug. Von daher, wer sich die Karte leisten kann und leisten möchte, beziehungsweise das Glück hat, sie zu ziehen, sollte sie auch definitiv spielen, denn es lohnt sich in jedem Fall. Man muss sie aber auch nicht zwangsläufig spielen, aber dann hat man natürlich schon mal ein paar wichtige Bonuseffekte bzw. ein paar wichtige Vorteile, die man einfach nicht zur Verfügung hat. Also da von daher, je nach Budget ist halt die Frage, wollt ihr sie spielen oder wollt ihr sie eben nicht spielen bzw. könnt ihr sie spielen. Dann als weiteren Friedhofsfüller habe ich hier 3-mal die markierte Fusion. Hier ist der Vorteil eigentlich schon relativ klar. Wer das Albas-Thema so ein bisschen schon verfolgt hat, beziehungsweise das Markierthema, weiß schon die wesentlichen Vorteile von markierter Fusion. Und dadurch, dass wir halt viele Finsternis-Monster haben, kommen wir auch sehr schnell auf einen Lobelion und können auch hier relativ gut und einfach einen Spiegeljade bauen. Das heißt,
Hier ist der Weg halt relativ einfach und ja, ich glaube, viel mehr muss ich auch zu der Karte gar nicht großartig sagen. Man muss halt nur berücksichtigen, ich habe nämlich in meinem Extra-Deck auch ein paar Nicht-Fusionsmonster mit drin, dass wir auf diese Monster halt nicht zurückgreifen können, sollten wir die Makete-Fusion in unserem Spielzug benutzen wollen. Dann spiele ich als Polymerisation, also als Ziel für unseren König des Sumpfes, zum einen halt die originale Polymerisation, aber auch eine Karte, die auch insofern interessant ist, als dass sie eine Doppelfunktion übernehmen kann, nämlich Fusionsersatz. Fusionsersatz wird grundsätzlich auch als Polymerisation behandelt. Das heißt, wenn wir die beiden Karten zusammen spielen, haben wir schon zwei der drei erlaubten Exemplare von Polymerisation in unserem Deck, die wir maximal spielen dürfen. Das muss man beim Black Rock berücksichtigen, aber viel mehr als ein oder zwei Polymerisationskarten will man sowieso nicht in seinem Deck drin haben. Der zweite Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man Fusionsersatz spielen möchte, ist, dass wir für die Fusionsbeschwörung durch Fusionsersatz nur Material vom Spielfeld nehmen dürfen. Das ist eine wichtige Einschränkung, die wir berücksichtigen müssen. Aber die Karte bringt noch einen weiteren Vorteil mit sich, denn wenn wir Fusionsersatz nutzen und sie im Friedhof liegt, dann dürfen wir einmal pro Spielzug sie von unserem Friedhof verbannen und ein Fusionsmonster in unserem Friedhof wieder zurück ins Deck legen. Das hat zwei Vorteile, weil wir dann nicht nur zum einen eine Karte ziehen dürfen, nein, wenn wir damit eines unserer Tränenklage-Fusionsmonster recyceln, können wir damit auch den Spielfeldzauber wieder erneut triggern, weil das Zurücklegen in unser Extra-Deck funktioniert auch, wenn wir die Fusionsersatzkarte benutzen, um beispielsweise unsere Tränenklage Kid Kalos wieder zurückzubringen. Also von daher ist der Vorteil hier in Kombination mit dem Spielfeldzauber bei Fusionsersatz durchaus ein gegeben. Sollte man auf den Spielfeldzauber verzichten müssen, warum auch immer, oder verzichten wollen, je nachdem, kann man auch einfach nur die Polymerisation spielen. Also da seid ihr dann ein bisschen flexibler, was das angeht, aber in Kombination mit dem Spielfeldzauber ist das auch eine super Option, um beispielsweise nervige Floodgates, also Karten, die uns halt bei unserem Spielaufbau behindern können, wie zum Beispiel Mystische Mine oder auch ein Schatten, ein sperrender Spiegel, mal eben loszuwerden. Dann, um den Rhinoheart zusätzlich relativ schnell auf das Spielfeld zu bekommen, spiele ich noch eine weitere Karte, mit der wir auch recht schnell diesen Kollegen auf das Spielfeld kriegen, nämlich die Fusionsentsendung. Viele spielen in der Regel nur die Verstärkung für die Armee, weil der Rhinoheart ein Kriegermonster der Stufe 4 ist. Auf der anderen Seite habe ich aber jetzt mit Fusionsentsendung eine andere Karte, die zwei weitere Vorteile mit sich bringt. Nicht nur, dass ich halt Rhinoheart direkt aus meinem Deck beschwören kann, nein, ich kann auch auf den Gefallenen von Albers zurückgreifen, was auch nicht ganz verkehrt ist. Denn Fusionsentsendung erlaubt es mir, ein Monster aus meinem Deck zu beschwören, das namentlich als Fusionsmaterial auf einem Fusionsmonster erwähnt ist. Und da ist halt der Rhinoheart und der Gefallene von Albers so mein Primärziel, beziehungsweise auch mein einziges wirkliches Ziel, was ich halt beschwören möchte. Auch hier müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Karte benutzen, dürfen wir in dem Spielzug keine anderen Monster rufen von unserem Extra-Deck als Fusionsmonster. Also von daher haben wir zwei Karten, die uns auf Fusionsmonster einschränken. Aber die Vorteile, die wir hier bekommen, sind absolut gegeben. Vor allem, weil wir auch mit Fusionsentsendung beispielsweise auch ein paar nervige Handfallen rauslocken können, um so dann auf andere Karten zurückzugreifen, unser Spielfeld aufzubauen. Also von daher kann ich die Karte wirklich nur empfehlen. Bisher läuft die Karte ein wenig unter dem Radar, von daher nutzt sie mal und probiert sie einfach mal aus. Dann kommen wir zu den etwas generischen Karten. Hier habe ich einmal Törichtes Begräbnis und die Instant-Fusion. Törichtes Begräbnis ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Er fungiert im Prinzip genauso wie der Rhinoheart als Träger für unsere Tränenklage-Fusionsmaterialien. Indem wir einfach eines unserer Tränenklage-Monster von unserem Deck auf den Friedhof schicken, können wir so den Fusionseffekt auslösen. Oder auch halt unsere Schattenpuppenkarten auf den Friedhof schicken, um so unseren Friedhof zu füttern für die passenden Fusionsbeschwörungen. Instant-Fusion selber. Den kann man auf zweierlei Arten nutzen. Zum einen, wer möchte, um sich ein bisschen vor Handelsfallen zu schützen, kann auf das Millennium-Äugige aufgegeben zurückgreifen. Aber auch Tränenklage Kid Kalos ist ein valides Ziel für diese Karte, um so unser Spiel ans Laufen zu bringen. Also von daher zwei Optionen, die man definitiv spielen sollte in diesem Deck. Dann weiterhin so Standardsachen wie vom Grab gerufen und Landform habe ich hier auch noch einmal mit drin, einfach damit wir unsere Spielverzauberkarte noch ein bisschen schneller auf die Hand bekommen, auch noch öfter sehen. Denn dadurch, dass wir unsere Karten ja von unserem Deck auf dem Friedhof parken, kann es schon mal passieren, dass wir auch solche Karten auf den Friedhof legen. Und vom Grab gerufen ist nochmal so ein zusätzlicher Schutz vor gegnerischen Handfallen, weil die werden gerade jetzt in diesem aktuellen Format ein bisschen präsenter. Beispielsweise der Dekreer wird jetzt öfter gesehen werden, aber auch andere Handfallen, die gegen Friedhofseffekte gut funktionieren, sind ein durchaus großes Problem für dieses Deck. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für den Gegner, nämlich Maskenwechsel 2, hier unsere Finsterniseigenschaft der Tränenklage-Monster nutzen zu können, und zwar auf zwei Arten und Weisen. Denn
Mit Maskenwechsel 2 legen wir das von uns gewählte Monster durch einen Effekt auf den Friedhof, womit wir die Effekte der Tränklagemonstern triggern können, um eine Fusionsbeschwörung durchzuführen. Zum Zweiten haben wir mit Maskenwechsel 2 die Möglichkeit, ein Schicksalsheld dunkles Maskettenheld dunkles Gesetz zu beschwören, der einfach ein Makrokosmos auf zwei Beinen ist. Also das kann auch einige Decks halt ziemlich hart wehtun, insbesondere im Mirror-Match, also wenn wir selber gegen ein Tränklage-Deck spielen müssen, kann die, wenn wir die Sorten im ersten Spielzug benutzen können, schon dem Gegner halt ordentlich auf den Keks gehen und ihn daran hindern, dass er einfach ein Spiel findet. Von daher eine sehr gute Überraschung, die man im Zweifelsfall gegen Decks auch wieder rauszeiten kann, die nicht so sehr auf den Friedhof angewiesen sind. Dann kommen wir jetzt zu den Fallenkarten. Hier habe ich einmal die Tränklage Metalärm, die man durchaus auch zweimal spielen kann. Ich für meinen ersten Versuch würde es immer nur auf 1 probieren wollen. Denn wir haben eine sehr hohe Superkeit für diese Karte durch Kit Kalos gegeben. Und im Wesentlichen funktioniert Tränklage Metalärm auf zwei Arten. Zum einen haben wir mit ihr ein Buch des Mondes und parallel dazu legen wir uns auch ein Tränklage-Monster von unserem Deck auf den Friedhof und haben so die Möglichkeit, dann im gegnerischen Spielzug im besten Falle halt nicht nur ein gegnerisches Monster zu verdecken, um so eine Combo zu stören. Nein, wir können sogar direkt eine Fusionsbeschwörung durchführen und hier weitere Kombos starten. Von daher eine sehr gute Karte, sollte auf jeden Fall einmal mindestens im Deck drin sein. Wer mag, kann die Karte auch auf 2 erhöhen und dafür dann die folgende Karte dann vielleicht noch auf 2 reduzieren, nämlich die Durchbruchfähigkeit. Das war quasi die unendliche Unbeständigkeit, bevor sie halt cool war. Hier haben wir den wesentlichen Vorteil mit Durchbruchfähigkeit. Es tut uns nicht weh, wenn wir diese Karte durch die Tränklage-Effekte auf den Friedhof legen, weil wir sie von dort aus noch sehr gut benutzen können. Zwar nur in unserem eigenen Spielzug, aber das kann schon mal helfen, unseren Spielaufbau ein bisschen abzusichern. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Fan von Durchbruchfähigkeit in Tränklage-Decks oder generell in Decks, die sehr viele Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Ein bisschen zufällig. Also von daher probiert sie gerne mal aus, falls ihr noch ein paar zusätzliche Karten zum Schutz haben wollt. Dann gehen wir jetzt mal auf das Extra-Deck ein. Hier fange ich mal so stufenweise mal an und fange mit meinem einzigen Stufe 4 Fusionsmonster an, nämlich dem beschworenen Kaliga. Dadurch, dass unsere ganzen Tränklage-Monster alle Finsternis sind und ich den Namen Alistair der Beschwörer durch meinen König des Sumpfes ersetzen kann, habe ich hier die Möglichkeit, diesen Kollegen relativ schnell und gut auf das Spielfeld zu legen. Und das kann schon mal, gerade wenn wir schon ein gutes Feld etabliert haben, richtig schmerzhaft für den Gegner sein. Denn wenn wir noch Schattenpuppe Winder mit dazu legen, dann haben wir nicht nur die Möglichkeit, den Gegner an vielen Spezialbeschwörungen zu hindern, nein, wir sorgen dafür, dass er auch nicht mehr besonders viele Monstereffekte nutzen kann. Und die sind heutzutage ja sehr essentiell geworden, viele Monstereffekte nutzen zu dürfen, viele Spezialbeschwörungen. Deswegen sind halt Kaliga und Schattenpuppe Winder zwei wichtige Karten, die man hier im Extra-Deck durchaus spielen sollte, einfach um den Gegner ein bisschen in die Parade zu fahren. Muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht selber damit blockiert, weil das kann nämlich auch mal sehr schnell dann passieren. Dann geht es weiter mit unserem Stufe 5 Fusionsmonster, nämlich Tränklage Kit Kalos. Das erste Fusionsmonster, das man auch hier in zweifacher Ausführung spielt, das themeneigene, weil es dann noch ein paar sehr gute Vorteile mit sich bringt. Denn wenn sie beschworen wird, dürfen wir uns eine Tränklage-Karte entweder von unserem Deck unserer Hand hinzufügen oder alternativ auf den Friedhof legen. Das ist abhängig ein bisschen davon, ob wir uns doch gerade in unserem eigenen oder im gegnerischen Zug befinden. Abhängig davon auch nämlich, wie wir gerade unseren Zug bzw. den gegnerischen Zug gestalten wollen, können wir uns entweder in unserem Zug den Metalärm suchen oder eine andere Tränklagekarte, die wir gut gebrauchen können. Oder alternativ, wenn wir uns gerade im gegnerischen Zug befinden und sie gerade beschworen haben, können wir hier ein weiteres Tränklagemonster auf den Friedhof legen, um eine weitere Fusionsbeschwörung auszulösen. Das ermöglicht eine ganze Menge interessanter Kombinationen, die man durchaus nicht verachten sollte. Aber auch Kit Kalos selber ist in der Lage, Karten von unserem Deck auf dem Friedhof zu platzieren, dann sollte sie selber durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden, dann legen wir die obersten 5 Karten von unserem Deck auf den Friedhof und 5 Karten noch auf den Friedhof legen zu dürfen, das kann jetzt schon mal sehr schnell darin münden, 1 oder 2 Fusionsbeschwörungen auszulösen. Also von daher sind die Vorteile von Kit Kalos hier definitiv gegeben und auf 2 ist die Karte auch durchaus mal zu gebrauchen, einfach damit wir uns eine Kit Kalos mal für später aufheben können für gewisse Kombinationen. Dann, wie gerade schon einmal gezeigt, der Maskierte Held Dunkles Gesetz ist mein Stufe 6 Fusionsmonster an der Stelle. Gerade gegen friedhofslastige Decks ist die Karte wirklich einfach mega stark. Aber auch abseits davon mit der Möglichkeit, wenn der Gegner sich Karten von seinem Deck seiner Hand hinzufügt, eine zufällige Karte ihm wegzunehmen, das ist schon nicht zu verachten. Dann geht es weiter mit den Stufe 8 Fusionsmonster. Stufe 7 lasse ich an der Stelle mal aus. Hier habe ich einmal die Raubpflanze Drachostapelia, auch eine sehr gute generischere Fusions
Karte, die wir hier recht gut beschwören können, denn sie braucht als Material nur ein Fusionsmonster und ein Finsternismonster. Und den Finsternismonsteranteil decken unsere Tränenklagekarten sehr gut ab. Und dann funktioniert Drachus Trapelia jede Runde einfach als kleiner Monster-Annullierer, denn wir dürfen einmal pro Spielzug eine Raubpflanze-Spielmarke auf ein gegnerisches Monster parken und die Effekte von allen Monstern mit Raubpflanzenzellenmarken werden einfach mal annulliert. Das tut insbesondere dann noch besonders stark weh, wenn wir dann gegen Sprite spielen müssen, denn die Stufe aller Monster mit einer Raubtierzellmarke wird auf 1 reduziert. Und das ist halt schon ziemlich witzig, weil dann kann man mit dieser Karte Sprite mal ziemlich schnell aus dem Spiel rausnehmen. Dann zu dem Albers Fusionspaket habe ich einmal Lobelion und Spiegeljade. Ich glaube, da muss ich nicht allzu viel zu sagen. Beides sehr starke Karten, die durch das Albers Strike Structure Deck Popularität gewonnen haben. Und dadurch, dass ich diese kleine Engine auch hier in diesem Deck mitspiele, sind die beiden so die heißesten Kandidaten, die man hier mit reinbringen möchte. Auf Albion habe ich an der Stelle bewusst verzichtet, denn die Kosten für Spiegeljade kann man auch in Form von Lobelion bezahlen, weil ich einfach die Möglichkeit habe, auch Lobelion relativ gut wieder aus meinem Friedhof wieder ins Extra-Deck zu mischen, indem ich ihn als Material für die gute Raubpflanze Drachus Trapelia verwende. Also von daher brauche ich hier den Extra-Slot für Albion gar nicht mehr unbedingt. Wer natürlich sich noch öfter die markierte Fusion suchen möchte, kann natürlich noch den Albion spielen, aber ich persönlich würde nur auf die beiden gehen wollen, einfach um den Platz dann auch sinnvoll auszunutzen. So, dann das zweithöchste, also eines die beiden höchsten Fusionsmonster von der Stufe her sind einmal das Tränenklage Kaleidohard und die Wächterchimäre. Die Wächterchimäre hat ja schon eine gewisse Popularität gewonnen, deswegen werde ich da auch nicht großartig auf die Karte eingehen. Außer um halt nochmal zu erwähnen, halt dadurch, dass wir auch die Polymerisation in unserem Deck mitspielen, haben wir hier heute den Vorteil, dass wir auch unseren Schutzeffekt nutzen können für die Wächterchimäre. Ansonsten haben wir einen 3-3er Beatstick, der noch ein bisschen was vom Feld aufräumen darf und uns ein bisschen Handkarten wieder verschaffen kann. Und Tränenklage Kaleidohard ist halt auch sehr gut im Mirror Match, weil sie selber nicht als Fusionsmaterial benutzt werden kann, was gegen gegnerische Superpolymerisationskarte und andere Fusionseffekte ziemlich hilfreich sein kann. Und mit 3000 Angriffspunkten ist der Kaleidohard auch nicht mal ebenso überwunden. Und selbst falls das mal klappen sollte und er auf den Friedhof gelegt wird durch eine gegnerische Karte, dann dürfen wir ihn einmal wieder als Spezialbeschwörung beschwören. Genau. Wobei er muss halt nur durch Kampf- oder Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden. Also von daher... Ja, genau, falls er Spezialbeschwörung wird, also einen Moment, hahaha. Genau, falls ihr auf den Friedhof, durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, dürfen wir dann nochmal beschwören. So, durch Kampf zählt nicht, aber wir haben noch einen weiteren Effekt mit dem Kaleidohard. Nennen wir können, wenn er beschworen wird oder ein Aquamonster durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, eine Karte wählen, die der Gegner kontrolliert und sie einfach mal eben so ja, vom Feld ins Deck mischen. Finde ich ja ziemlich cool. Bringt nochmal einen zusätzlichen Kontrollfaktor mit rein und wie gesagt, mit 3000 Angriff- und Verteidigungspunkten kommt man auch nicht mal eben so dran vorbei. Vor allem nicht, wenn wir noch unsere Spielfeldzauberkarte haben. Dann kommen wir jetzt zu den Nicht-Fusionsoptionen. Hier habe ich einmal den Zeitdieb-Wiederholer und einmal Überschar Exitonritter. Der Zeitdieb-Wiederholer hat hier den wesentlichen Vorteil, dass durch seinen Effekt die Karten, die er als Exis-Material abhängt, nicht als Kosten abgehangen werden, sondern als Teil des Effektes. Das heißt, wir können hier die Effekte von unseren Stufe 4 Tränenklage-Monster triggern, indem wir den Effekt von dem Zeitdieb-Wiederholer nutzen. Das ist so der wesentliche Vorteil, den der Zeitdieb-Wiederholer mit sich bringt. Außerdem ist ein weiteres Finsternis-Monster, was wieder für einige Karten sehr, sehr gut ist. Der Überschar-Exitonritter auf der anderen Seite ist nochmal für den Fall, dass wir doch ein bisschen in die Bredouille geraten. Hier haben wir die Möglichkeit, mit dem Exitonritter einmal das Feld ziemlich stark zu dezimieren. Und was auch ziemlich cool ist, sollten wir auch ein paar von unseren eigenen Tränenklagekarten auf dem Spielfeld zerstören durch den Effekt von dem Exitonritter, triggern wir auch hier wieder die Effekte auf dem Friedhof. Also von daher hat der Exitonritter für uns keine wesentlichen Nachteile, wenn wir ihn benutzen, selbst wenn wir unsere eigenen Karten zerstören. Dann kommen wir zu den Link-Optionen, die ich noch mit drin habe, die ich einfach noch mit eingepackt habe, um hier nicht so ein großes Opfer von Dimensionsbarriere zu werden. Hier habe ich zum einen Dark, der finstere Zauberer in Düster und Eria, die Wasserverzauberin in Sanft drin. Dark ist eigentlich relativ selbsterklärend, dadurch, dass wir halt viele Finsternis-Monster spielen und auch sehr, dass die Eigenschaft Finsternis gegen viele Decks halt sehr präsent sind, haben wir hier die Möglichkeit, auch ein gegnerisches Monster des Gegners mal ziemlich gut zu mobsen und weiter zu verarbeiten. Aber auch Iria ist hier gar nicht mal so unspielbar, denn durch Tränenklage Rhinohard haben wir das benötigte Wassermonster und können auch einen Rhinohard, beziehungsweise gerade nicht den Rhinohard wiederbeleben, also im Mirror-Match können wir einen gegnerischen Rhinohard wiederbeleben, aber gegen Decks wie Sprite zum Beispiel haben wir auch hier die Möglichkeit, einen kürzlich umwerfen zu recyceln, was auch mal ganz interessant sein darf.
Also von daher beides sehr gute Link-Optionen, die man durchaus integrieren kann. Und falls wir das Ganze nochmal auf eine Stufe höher treiben wollen, nehmen wir noch den Zugangskodiersprecher und hauen dem Gegner nochmal ein paar ordentliche Punkte um die Ohren. Ja, das wäre dann mein Tränenklage-Deckprofil, zumindest der erste Bild davon. Ich habe es schon ein bisschen angeteasert, es wird nochmal weitere Supportkarten aus dem Hause Ishizu Ishtar geben, mit dem das ganze Deck noch eine ganze Spur interessanter werden dürfte. Das aber dann bei Zeiten, sobald der Support dann da ist, nochmal in einem separaten Deckprofil. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, was hattet ihr denn von diesem Deckprofil? Habt ihr noch andere Ideen und Vorschläge, was man an dem Deck noch so anpassen könnte? Welche anderen Kombinationen ihr so spielt mit dem Tränenklage-Thema? Mal bitte spielen wollt. Lasst mich mal wissen, was ihr so denkt. Schreibt mal nette Kommentare unter dieses Video und falls euch das Deckprofil gefallen hat, lasst doch noch mal gerne ein Like da und das Abo natürlich nicht vergessen. Das würde uns auf jeden Fall alle hier freuen und bringt uns auch auf jeden Fall weiter. Dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!